Vor dem offiziellen Beginn der Rückrunde die Nachholspiele. Füchse starten 3:2 für die Reinickendorfer Füchse. In den Anfangsminuten Hackbart mit seinem 9. Saisontreffer. Jetzt kurz danach mit dem 11. Saisontreffer zum Ausgleich und Halbzeitstand. Da werden die Starken an den Anfangsminuten geschockt. 2:1 Martinsen. Dann ist es wieder Hackbart, der mit dem 10. Saisontreffer ausgleicht. In der letzten Minute Beatztas mit dem 3:2 Siegtreffer. Nun Platz 4 in der Tabelle. 10. Starken. Gastgeber Wilmersdorf gegen Tasmania. Die Wilmersdorfer kassieren eine Klatsche von 1:7. Schon in der zweiten Minute Schmitz zum 1:0 für Tasmania. Auch schon der 8. Saisontreffer. Ersten Saisontore durch Barber in der 20. und 25. Minute. Havel in der 28. mit seinem 3. Saisontreffer zum 4:0, bevor Matjat 1:4 verkürzt in der 35. Minute. Zwar zugleich der Halbzeitstand. Dreifacher Torschütze, 3 Saisontoren, es Barber und Özten in der 71. und 75. Minute. Die Wilmersdorfer Platz 11 und die Tabania auf Platz 2 mit 30 Punkten. BAK gegen BFC Dynamo sowie Füchse gegen BFC sind noch Spielpaarungen der Hinrunde. Unumstößlich Herbstmeister Victoria 89, hartnäckigsten Verfolger Tasmania, Berliner SC, Reinickendorfer Füchse und der Berliner Athletic Club sowie mit 2 ausstehenden Nachholspielen der BFC. Im übertragenen Sinne die Verbandsliga der B-Jugend interessanter als die Bundesliga, wo die Bayern einsam ihre Kreise ziehen und keine Konkurrenz zu befürchten hat. Und der erste Spieltag der Rückrunde hat es in sich. BFC, der Hausherr, als 5. empfängt Berliner SC den 3. Zur Erinnerung, das Hinspiel endete 2:2. Der BFC drehte auswärts ein 0:2 Rückstand. Rüver und Ade Kundle erzielten die 2:0 Führung. Liniaku und Schuld glichen aus. Das war am 5. November. Und wie geht es heute aus? Schon war bei schönem Wetter, aber kaltem Wind waren frohe Erwartungen. Zur Überraschung verzichtete Berliner SC-Trainer Friedemann auf Rüber und Ade Kunde. Novic, der BFC-Trainer, brachte den Schemko gleich von Anfang an, sowie mit der 3 Liam Schlegel als Neuzugang. Das erste Mal, zumindest solange ich hier filme, eine weibliche Schiedsrichterin mit Nancy Sauer. Und hier schon ein Kompliment an beide Teams. Beide verhielten sich, wie sagt man so schön, ladylike. Die Gäste in dunkler Kleidung von links nach rechts spielen. Kaya auf Neuzugang, Schlegel quer zu Schuld und Abes im Tor. Der Hausherr zeigte gleich, wer ihr Chef im Ring ist. Alter zieht mit links den Ball vors Tor. Linaku, Demzenko. Zurawek, der 3, befördert den Ball ins Seiten aus. Schlegel auf Kaya, der mit viel Press. Tanriva dazwischen, wird gefoult. Dülek mit Freistoß, raffiniert getreten. Das alles in der 8. Minute. Dann Gillenberg, herrliche Brustannahme auf Klinaku. Zieht den Ball nochmal rein, auf Karsli, aber kein Problem. Nach einer Viertelstunde Eckball, der kommt zu Zurawek. Nochmal, aber dann doch harmlos. Inzwischen die 17. Minute. Angriff rechts über Attackant. Leon Walter wird zu kurz abgewehrt, kommt zu Jähn. Linjaku haut das Ding nochmal in die Maschen. Boateng schüttelt den Kopf, er kann es gar nicht glauben. Und recht hat er, wie die Zeitlupe es beweisen soll. Der Angriff wird über die rechte Seite ausgeführt. Attackant zu Walter, der setzt sich rechts schön durch. Dann die zu kurze Abwehr. Und Tanriva kommt zu Jähn. Der fackelt nicht lange, zieht ab. Ja, der war schon ganz gut getroffen, aber er schien zumindest haltbar zu sein. Karsli macht keine gute Figur. Das Ding muss er sich anschreiben lassen. Und Boateng kann sich immer noch nicht beruhigen. Auf der Gegenseite Freistoß Dülek. Kur mit der 13 ziemlich freistehend, aber drüber weg. Mit der 22 Boulour. Legel angelt sich irgendwie den Ball und leitet einen direkten Konter ein. Über viele Stationen läuft der Ball. Klinaku schön nach rechts raus, nimmt Kaya mit.
Nzengu im Doppelpass mit Atakan. Kaya wieder auf dem Nzengu, aber dann ist der Ball weg. Ergänzungsspieler auf der Bank, Ex-Dynamo-Spieler Karaka, Uhl, Eckert, Adekunle, Gudiljas und Rüber. Vor ihren Augen spielt es sich ab. Dem Nzengu kann sich gegen Dülek durchsetzen. Auch im Sprint mit dem Ball kommt er fast bis an die Torauslinie, flankt und in der Mitte steht Leon Walter. Der Ball kommt nochmal zu dem Nzengu, der bringt ihn rein. Schlegel, Klinako bietet sich an, vorbei an Zurawek. Dann kommt Henriber und klärt die Situation. Der BFC hat das Spiel im Griff, wieder über die rechte Seite. Dem Nzengu tanzt auf engstem Raum, Eskin aus und flankt. Zu hoch für Walter und Bulur kann klären. Nicht weit genug, aber Atakans Linkschuss geht daneben. Noch der BFC im Vorwärtsdrang. Nun zieht Gillenberg das Spiel an sich. Hier allerdings mit Fehlpass. Um jetzt das Spiel zu beruhigen. Wir haben es erlaubt, ja, sehr schön, sehr schön. Dann mit herrlicher Spielverlagerung auf der rechten Seite auf Atakan, der leichtfüßig Koskun mit der Nummer 10 umspielt und auf links heraus zu Schlegel, der flankt. Walter fliegt heran und Tor 2:0 für den BFC. Da kann man sich schon jetzt auf die Zeitlupe freuen, wie er sich über den 19. Saisontreffer freuen kann. Hier nun die versprochene Wiederholung in Zeitlupe. Bulur dreht sich weg. Schlegels fein angeschnittener Flankenball erreicht den heranfliegenden Leon Walter, der mit herrlichem Flugkopfball Karsli im Tor der Berliner SC-Mannschaft keine Chance lässt. Und die Freude des Torschützen am Boden liegen, toll. Gleich nach dem Anpfiff der Angriff von Tanriver über Boateng kann abgewehrt werden. Schläge Gildenberg. Der Angriff konnte nicht zu Ende gefahren werden. Dafür aber kurz danach auf der rechten Seite wieder ein Angriff der BFC-Jungs. Flanke und diesmal Karsli vor Leon Walter. Liegt an der grimmigen Kälte, dass die Gesichter nicht freundlicher wirken. Nun aber wieder Boateng beim Freistoß. Der aber harmlos. In der nächsten Szene ein klasse Tackling von Fender mit Spieleröffnung. In der kommenden Szene setzt sich Schlegel gegen zwei BSCer durch. Herrliches Direktspiel mit Gillenberg und Exxon. Letztlich viele Hunde sind des Hasens tot. Dann wieder ein typisches Beispiel, wie die Dynamo-Jungs heute drauf waren. Atakan hinten aushelfend bedient Leon Walter. Der strebt mit dem Spielball Toraußenlinie zu, legt ab auf die mitgelaufenen Jeden. Abschluss ja, Gefahr nein. Das war auch zugleich der letzte Angriff der ersten Halbzeit, die Nancy Sauer prima über die Runden gebracht hatte. Gleich in der Anfangsphase eine völlig neu eingestellte Berliner SC-Mannschaft. Ein turbulenter Start der Gäste. Gillenberg mit Befreiungsschlag. Kampflos wollte der Berliner SC nicht aus dem Sportforum gehen. Ein Foul an Adekunle durch Jane. Freistoß jedoch ohne Wirkung, ohne Tor. Machen wir einen Sprung in die zweite Halbzeit, 53. Minute. Ein gefälliges Spiel der Gastgeber. Wieder ein Spiel der geschlossenen Mannschaftsleistung. Er kann dem Nzengu wieder Atakan, bevor Thilo Gildenberg an den Ball kommt. Fehlpass, schade. Schlagabtausch wogte hin und her. Dann erobert sich Kaya den Ball. Der 19, der eingewechselte Kais Dabu, kann sich durchsetzen und legt sehr schön auf Leon Walter aus spitzem Winkel, zur Enttäuschung der Fans. Nein! 18 Sterne.
Abschlag. Aber es dem Senko Fender wieder den Senko Jean zurück auf Kaya, um einen ruhigen Spielaufbau zu ermöglichen. Das ist die Phase, wo der BFC seinen 2-Tore-Vorsprung ausbauen sollte, denn dieser Rückstand ist schnell aufgeholt. Fender, Demchenko ohne Biss. Jen erkämpft sich den Ball. Flankt sehr schön nach innen. Die Sicht versperrt, aber eine Möglichkeit hätte es sein müssen. Da hat der 19-fache Torschütze Walter zwei Möglichkeiten und lässt sie liegen. Ein Vorwurf, so ist nun mal Fußball. Dann Foul Adekunle an Demchenko. Freistoß Gildenberg. Auch mit Flugkopfball abgewehrt. Dann Jen abgelegt mit Hacken auf Gildenberg. Aber der Berliner SC hat sich nun besser eingestellt. Koskun mit der 10 auf Dülek. Und wieder ein neuer Spielaufbau. Da kann und Eskin im Zweikampf. Kommen wir nun auf eine Szene zu sprechen, die immer schwer ist für Schiedsrichter, die alleine amtieren. Fans fordern Abseitsstellung, natürlich auch die Spieler. Zumindest sehr eng, zumal mit der 6 Eskin das Seitz aufhebt. Naja, wohlwissend, die Schiedsrichterin muss sofort entscheiden. Im Moment der Ballabgabe hebt der Spieler mit der Nummer 6 Eskin das Abseits auf. Aber sorry, ich kann auch falsch liegen. Nun aber wieder aufgepasst. Der BFC nun wiederum in Bedrängnis im eigenen Strafraum. Jen mit einem Befreiungsschlag. Der Keeper hat aufgepasst, aber was nun? Und Kasli mit einer risikovollen Aktion. Tanre war cool und clever gelöst. Es ging mit Flüchtigkeitsfehler. Adekunle macht mächtig Druck im Mittelfeld. Holt hier einen Freistoß heraus und nun die Chance für die Gäste. 67. Minute, immer wieder Adekunle, der die Hintermannschaft beschäftigt. Dann sorgt Karim Fedner für etwas Entlastung. Riva mit der Nummer 7 seit der 60. Minute im Spiel. Adekunle, Dogul. Adekunle mit herrlicher Flanke auf Baba. Und was macht der denn da? Das ist ja Wahnsinn. Da freut man sich doch jetzt schon auf die Zeitlupe. Die klasse Flanke von Adekunle auf Baba, der herrlich den Ball mit der Brust annimmt. Kaya verschätzt sich. Und der Einsatz von Schlegel, der kommt zu spät. Und Aves hat keine Chance. Leistung, nun steht das 1:2. Koskun mit der 10 beim Freistoß. Die Gäste, nun setzen sie alles dran, um zum Ausgleich zu kommen. Neu im Team mit der 20. Henning kämpft sich hier den Ball und verzieht knapp. Dann kommen wir noch einmal zu einer Schlüsselszene des Spiels. Es steht 2:1 für den Hausherrn. Achten wir kurz auf die Stellung der Unparteiischen. Noch hinter der Mittellinie muss sie diese Situation entscheiden. Walter vorbei am Keeper. Dann Eskin mit Kontakt zu Walter. Ich denke mal, Kontakt gesehen zu haben. Eine sehr knifflige Situation. Auch die Zeitlupe, die Wiederholung.
mag ich zu glauben, kann es nicht hundertprozentig aufklären. Schwierig zu entscheiden, aber sportlich fair die BFC-Jungs, die diese Entscheidung hinnahmen. Die eingangs erwähnte Lady Like, auch die nochmalige Betrachtung, kann so oder so ausfallen. Alle Schnee von gestern gucken wir auf der Gegenseite. Da brennt's im Strafraum vom BFC. Man hilft sich gegenseitig auf die Beine. Ich muss sagen, ein faires Spiel. Dann wieder Freistoß für den Berliner SC. Dülek mit der 5 vertreten. Vorher noch ein Erfahrungsaustausch, der mit der gelben Karte endet. Naja, kann sein, muss nicht sein. Just in diesem Moment Spielzeit vorüber. Aber 4 Minuten gibt die Unparteiische noch zu. Der Berliner SC wirft nochmal alles nach vorn. Ein heilloses Durcheinander. Kaya trifft den Ball nicht richtig, der Ball kommt nicht aus der Gefahrenzone. Dann noch ein Fehlpass auf Dogul. Dann ein Foul an Mustafa Kaya. Da bleibt der Pfiff aus, unverständlich. Dann doch ein Pfiff, aber für den Berliner SC. Bei allem Verständnis, Frau Sauer, ich bin es. Verständlich die Freude bei diesem späten, sehr späten Ausgleichstor, was ein Remis bedeutet. Natürlich besonders erfreut die einen, besonders ärgerlich die anderen in der Nachspielzeit. Das sind die Standardsituationen, wo immer mal ein Fuß dazwischen ist, irgendwie der Ball ins Netz trudelt, so wie hier. Mein Fazit zum Spiel. Erste Halbzeit ganz klar überlegen. Der BFC in der zweiten Halbzeit hätten die Möglichkeiten genutzt werden müssen, denn sie waren da. Andererseits, der Berliner SC gab nie auf. Hatte starke Individualisten, ganz stark gemacht, das Tor von Baba. Der Kunde brachte frischen Wind in die zweite Halbzeit. Es täuscht alles nicht darüber hinweg, dass sich der BFC als Verlierer betrachten kann. Und sieht man den Vergleich der beiden Spiele, im Hinspiel könnte der Berliner SC einen 2-0 Vorsprung nicht über die Bühne bringen. Genauso wie heute der BFC. Schade drum, die Zuschauer sahen trotzdem ein gutes Spiel. Wie das Spiel geschlaucht hat, sehen wir hier am Boden sitzen Fender. Der Verfolger also 2-2. Viktoria gewinnt sein Heimspiel gegen Stark mit 4-0. Das waren ja Hertha 06, 4-0. Und Wilmersdorf, der 11. gewinnt gegen Empor, den 8. 3-2. Rudo Trabzonspor ausgefallen, Füchse Internationale ebenso. Gewinner des Spieltages Victoria 89 und Tasmania, die ihre Spiele jeweils mit 4-0 gewannen.